Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich eine Membranpumpe bestellt habe, eine akkubetriebene. Weil eigentlich wollte ich die von Amtra bestellen, aber oder die sind alle im Moment nicht lieferbar. Dann habe ich mal geguckt, was es so an Alternativen gibt. Und dann bin ich auch fündig geworden und wollte natürlich auch was möglichst leistungsfähiges, aber trotzdem günstiges. Ja, und dann bin ich halt fündig geworden. Und die ist dann halt gestern gekommen. Und so sieht das gute Teil aus. Ja, so sieht das aus. Zwei Anschlüsse. Die macht laut Angabe zweimal anderthalb Liter pro Minute. Das sind 90 Liter pro Minute pro Ausgang. Und pro Stunde, Entschuldigung. 90 Liter pro Stunde. Und ich denke, das sollte für ein kleineres Becken, sollte das locker ausreichen. Ja, die Pumpe, wie gesagt, hat einen Akku drin, 4800 Milliampere Stunden. Ja, das ist ungefähr genauso viel, wie mein Handy hat. Und damit soll das angeblich bis zu 70 Stunden ohne Aufladen laufen. Weil das Teil hat hier ist ein Schalter, ne, hier. Und da kannst du also einfach anmachen. Und wenn du nochmal drauf drückst, dann ist so ein intermittierender Modus. Ja, dann pumpt die 10 Minuten Luft, dann macht sie 10 Sekunden, also 10 Sekunden. Und dann machst du 10 Sekunden Pause, dann macht sie wieder 10 Sekunden Luft. Ja, und ich weiß nicht, hört ihr die überhaupt? So, jetzt ist er aus. Jetzt ist er an. Könnt ihr die überhaupt hören? Ich halte jetzt unmittelbar direkt vors Mikro. Ja, also würde mich ja mal interessieren, ob ihr die gehört habt. Ja, und die Anschlüsse sind offen. Da sind die normalerweise am lautesten. Ja, also ich bin echt sehr angenehm überrascht, wie leise das Teil ist. Ja, also hier 20 Minuten vom Kopf entfernt höre ich es quasi gar nicht mehr. Ja, dann spüre ich es einfach nur. Also das ist echt der Hammer. Echt der Hammer. Ja, und dabei ist ein USB-Kabel. Ja? Ja, also ein USB-Ladegerät oder irgendwas hat eigentlich heute jeder. Und dann zweimal Ausströmer mit Schlauch. Ist jetzt allerdings kein Rückschlagventil bei. Also das würde ich auf jeden Fall zusätzlich empfehlen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Teil jetzt schon in meinem Amazon Store drin habe, aber wenn ich dran denke, mache ich das nachher rein. Wie gesagt, also ich bin sehr positiv überrascht von dem Teil. Na, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so leise ist. Die gibt es auch noch in einer kleineren Version, da hat die dann nur einen Anschluss, also macht nur einmal anderthalb Liter pro Stunde. Das finde ich unsinnig. Na, also wenn, dann will man ja auch ein bisschen was davon haben. Und das kleine Teil davon hat, glaube ich, nur ein 1500 Milliampere Stunden Akku. Ja, das ist also ein Drittel davon. Falls jemand bisher noch nicht auf Like gedrückt haben sollte, der möchte das oder könnte das ja noch tun. Außer ihr findet, dass ich hier richtig Scheiße erzählt habe heute.